Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute geht es, wie versprochen, um die Dunkelkavallerie Gleve. Beide auf plus 25, beide mit Seppuku und beide auf schwer und haben ein S-Scaling auf Stärke. Dafür gehe ich jetzt nochmal ganz schnell zu Ranella. Ich habe sogar 90 Stärke gemacht. Das wird richtig reinknallen. So, und jetzt gehen wir zu meinem Standard-Spot, wo ich euch Waffen vorstelle. Und das ist in den Tiefen. Oder, nein, heute machen wir, ich habe ja beim letzten Mal schon das Katar hier gezeigt, dann zeige ich doch hier auch mal abgelegene Zelle. Diesen einen großen Gegner. So, also was ich natürlich mache, ist hier goldener Schwur, wenn schon, denn schon, und Flamme gibt mir Kraft. Da mache ich links Seppuku. Ich mache rechts Seppuku. Müsst ihr euch merken, ne? Immer erst links, dann rechts. Und jetzt auf den drauf springen. Ja, chillige 4300 und nochmal 3700. Kann man mal so machen, oder? Hui! So, gleich nochmal auf ihn springen. Hui! Boom! 4K. Nochmal 4K und tot. Das ist brutal. Das ist Schaden. Bam. Mega nice. Jetzt das gleiche nochmal in den Tiefen. Und auf ihn drauf. Sprung. 4-2. 3-5. Ciao. Oh. Also, wer Bock hat auf richtig Stärke mit einem S-Scaling, Leute, das ist die Waffe, die ihr braucht. Dunkelkavallerie Gleve. Bam. Bam. Boah, die knallt so richtig rein. So ein geiles Trefferfeedback. Bam. Alter Schwede, ist die stark. Die Dunkelkavallerie Gleve findet ihr hier. Ostdorf von Raya Lucaria. Dort gibt es eine Dunkelkavallerie, die müsst ihr besiegen. Kriegt ihr einmal pro Durchlauf. Das heißt, Power Stance geht erst ab NG plus 1. Und ja, lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die findet. Ich glaube, ich werde damit jetzt mal eine Zeit lang rumlaufen. Macht mir übel Spaß. R2-Angriff. Mega nice. Ja, Mann. Und dann checkt das Gewinnspiel ab. Am 10.06. ist soweit. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.